Einen wunderschönen guten Tag, ihr Freunde des geschmolzenen Plastiks. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier einiges aufgebaut. Da habe ich zum einen auf meiner linken Seite ein paar Filamente aus unserem Online-Shop und auf der rechten Seite ein paar Testobjekte, die ich mit den Materialien gedruckt habe. Und ich würde heute gerne mit euch mal drüber reden, wie ihr an Filamentproben bzw. Filament-Samples von diesen Materialien rankommt und was es denn entsprechend mit unserer Probenbox auf sich hat in diesem Bezug. Der ein oder andere weiß schon, dass wir bei uns auf der Webseite als erstes Produkt eine Probenbox angeboten haben, also eine Filamentprobenbox, in der dann immer mehrere Materialien drin sind, die ihr euch dann quasi monatlich kündbar abonnieren könnt. Das ist eine Idee, die ist bei mir jetzt zum Beispiel entstanden, als ich da gestanden habe und eine Rolle von über 100 Euro Materialpreis entsprechend gekauft hatte und die dann nicht so druckbar war auf dem Drucker, den ich damals hatte, wie ich es mir erhofft hatte. Danach bin ich auf die Idee gekommen, okay, ich gucke einfach mal, ob ich ab sofort für solche Materialien ein paar Proben bekomme und bin dann mehr oder weniger gegen die Wand gelaufen, weil man bekommt zwar für PLA und PETG und auch vielleicht, wenn man glücklich ist, ein bisschen TPU halt entsprechend als Probe, aber jetzt speziellere Materialien, die jetzt zum Beispiel mal von Taulmann oder wie hier zum Beispiel mal von Moldlay, die bekommt man nur unter gewissen Umständen, vielleicht auf einer Messe oder was weiß ich wo. Aber so leicht daran zu kommen, ist es eigentlich nicht. Und genau das ist die Geburtsstunde auch quasi von der Box bei uns gewesen, dass ich gesagt habe, okay, wie wäre es denn, wenn sich einer hinstellt und die Materialien auf einer ganzen Rolle kauft und dann Stück für Stück einfach abspult. Und genau das ist es, was wir hier bei Makorama eigentlich erstmal gemacht haben. Also wir haben wirklich das Material gekauft auf Rollen, haben es abgespult und an unsere Kunden geschickt. Das war nicht ganz einfach, ist es auch noch nicht ganz, weil es immer noch viele Leute gibt, die dann auch gerne auch in den Kommentaren zu irgendwelchen Videos oder bin ich mir sicher auch jetzt unter das Video hier wieder posten, ach, das ist alles viel zu teuer und das ist alles ja eigentlich nur Betrügerei und Abzocke. Und da kann ich nur sagen, wir geben unser Bestes und nein, ich versuche euch nicht abzuzocken, denn das ist nicht meine Intention. Ich versuche euch irgendwie die Möglichkeit zu geben, halt coole Materialien halt für wenig Geld zu testen. Gesagt, getan. Wir haben hier Materialien, wie ihr sehen könnt, in allen Farben und Formen. Also das hier oben ist zum Beispiel mein Moldlay. Ich halte es mal hier in die Kamera, dass ihr das da sehen könnt. Na, da, das ist ein Moldlay. Das hatten wir zum Beispiel mal in der letzten Box drin gehabt. Hier, das ist ein NinjaTech NinjaFlex. Hatten wir auch in der Box gehabt, gerade in der aktuellen, also die jetzt am 25. rausgegangen ist. Hier haben wir von Herzen PETG, hier haben wir das Silky von Form Futura, hier haben wir ein Metallfilament. Da, das ist von Form Futura ein Thermo-PLA, sprich das wechselt die Farbe, wenn es warm oder kalt wird. Hier unten haben wir ein CPE von Filamentum, das finde ich eine mega geile Farbe und ist ähnlich wie PETG. Sind also coole Materialien, coole Farben und das alles zusammen in einer Box gemischt. Grundsätzlich packen wir immer 4 Materialien davon in eine Box. Das wird natürlich jetzt nicht eine Box sein, die jetzt komplett 4x4 verschiedene Farben von NinjaTech oder sowas drin haben. Sonst ist immer, wie ich schon gesagt habe, eine Mischkalkulation. Das heißt, also es wird immer ein recht teures Material drin sein. 2, die mittelpreisig sind und eins, das günstig ist. Also hier, wie es Silky PLA von Form Futura zum Beispiel ist recht günstig. Und das versuchen wir dann immer irgendwie zu recherchieren, was wir da in die Box packen können und versuchen die zusammenzubestellen. Wenn ich jetzt mal rechne, hier so ein Moldlay kostet pro Kilo zwischen 60 und 80 Euro da draußen im Internet, je nachdem wo ihr es kauft. Das NinjaTech kostet auch irgendwas in die Richtung, auch irgendwas um die 50, 60 Euro. Muss man halt aufpassen mit der Kalkulation, weil die auf 500 Gramm Spulen ausgeliefert werden. Ist also auch nicht ein ganz billiges Filament. Genauso das Thermo-PLA, das wird auf, Moment, ich guck gerade nach, 500 Gramm Spulen abgespult. Ja. Kostet aber auch pro Rolle 30 Euro, wenn ich es richtig im Kopf habe. Sind also pro Kilo auch mal 60 Euro. Das sind also alles Materialien,
die nicht ganz günstig sind, die wir aber sagen, okay, die sind richtig, richtig cool und die packen wir trotzdem in die Box rein. Weil sie uns einfach gefallen, weil wir halt coole Ideen haben, um das Ganze umzusetzen und gerne das Ganze drucken möchten. Dann kommen wir auch gleich mal zur anderen Seite hier, die ihr seht. Die Dinger stehen nicht umsonst da, denn jedes von diesen Sinks war quasi einmal als Beispielobjekt in so einer Box drin. Was ich damit meine, ist, dass wir bei jeder Box versuchen, einen Teil zu recherchieren, entweder wie jetzt hier vorne den Kürbis oder das Gespenst hier, passend zu Halloween, wie jetzt das letzte Wochenende, oder sowas hier, was halt entsprechend zum Material passt. Da hatten wir hier das Filament zum einen. In der Innenseite für die ganzen Zahnräder und so hatten wir dann das Igus Iglidur 250, glaube ich, war es, verwendet. Also ein verschleißarmes Material. Und das hatten wir dann in Kombination mit dem und zwei weiteren Materialien in der Box drin gehabt. Genau. Und das sind insgesamt immer Beispielobjekte, die wir erstmal selbst drucken mit den Materialien, die wir euch in die Box packen, dass wir halt wissen, okay, man kann es halt auch auf einem CR10 wie jetzt hier drucken oder auf einem Prusa oder auch auf einem Ultimaker oder einem Flying Beer Ghost, dass wir das alles mal testdrucken und auch sicher sein können, dass die Materialien jetzt nicht zu hohe Anforderungen haben, um auf konventionellen Druckern gedruckt zu werden. Zudem aber auch Objekte, die zu den Materialien passen, wie jetzt hier bei diesem Getriebe, dass das halt ein verschleißarmes Filament ist. Genau. Ich habe hier mal so eine Box, das ist die aktuellste, das ist mittlerweile die dritte Iteration vom Design her. Das heißt also, wir sind schon eine Weile auf dem Markt, schon anderthalb Jahre, glücklicherweise. Genau, in diesem Sinne würde ich sagen, machen wir die Box einfach mal auf. Ich habe mir hier ein Messer bereitgelegt. Genau. Ist wieder weg. Oh. Und dann schauen wir da einfach mal rein. Ich räume das da mal zur Seite, damit das da nicht im Weg liegt. Und dann schauen wir auch mal da rein. Das sieht im ersten Moment schon ziemlich üppig aus, muss ich sagen, wenn ich ehrlich bin. Man sieht, es sind zweimal Süßkram mit drin. Das sind jetzt in diesem Falle zweimal Gummibärchen, beziehungsweise so ein Cola. Ich mache das mal da so hin. Ja, genau. Das ist nicht immer so. Wir haben auch öfters andere Sachen drin, also Kaugummi oder was weiß ich, was wir so alles im Großpack quasi kaufen können. Das packen wir euch dann auch immer mit rein. Genau. Dann zum anderen gibt es in jeder Box ein paar Sticker, die wir auch immer entsprechend selbst designen. Ja, so sieht man es. Okay. Und dann schon gleich das erste Highlight quasi. Das ist unser Flyer. Da ist vorne erstmal ein nicht zufälliges, aber lustiges Motiv drauf. Das ist genau das Thing, was halt in der Box als Beispielobjekt halt zu drucken ist. Das ist in diesem Fall ein Kaffeeuntersetzer und hat die Bewandtnis, dass es halt passend mit den Materialien ist, die wir in der Box haben. Komme ich gleich nochmal zu, damit ihr seht halt, was denn da alles drin ist und was da alles dahinter steckt an Idee. Genau, auf der Rückseite haben wir nochmal so einen kleinen allgemeinen Brief, wo wir dann sagen, okay, wenn du zufrieden bist, kannst dich gerne bei uns melden, oder wenn du nicht zufrieden bist, kannst du dich auch gerne melden und kannst uns sagen, was dir nicht passt. Da können wir gerne drüber reden. Genau. In der Innenseite seht ihr zum einen, na, steht ihr das scharf? Da seht ihr zum einen auf der rechten Seite hier einmal so ein Screenshot quasi vom Slicen mit ein paar Anweisungen, würde ich sagen, oder ein paar Ideen, wie wir das Ganze hier bei uns im Büro halt entsprechend gesliced und gedruckt haben und mit was für Materialien wir das Ganze gesliced und gedruckt haben, und auf der anderen Innenseite noch mal ein paar Informationen zu den Materialien, die in der Box sind. Genau. QR-Code zum Thing auf Thingiverse oder welcher Plattform auch immer ist hier vorne immer aufgedruckt. Das heißt also, ihr braucht den Code nur einscannen. Falls ihr keinen QR-Code-Scanner habt, habt ihr auf der Innenseite auch noch mal hier oben entsprechend die Thing-ID, die könnt ihr euch dann oben eingeben und könnt das Ganze dann halt entsprechend dann aufrufen auf der Webseite. Genau. Und dann kommen wir mal zu den eigentlichen Materialien. Da haben wir jetzt in der Box zum einen mal ein Magic Fill Thermo PLA von Futura. Das ist das, was ich eben hier angesprochen habe. Das ist ein cooles Material. Zum zweiten ein 3D-Experten Silky Silver PLA. Das ist also so ein Silky-Filament, was an sich recht cool ist und was damals, als der ganze Hype um
diese Silky-Materialien losgegangen ist, war das so der Hersteller schlechthin. Haben wir auch in der Box gehabt. Dann das zweite Highlight, das NinjaTech NinjaFlex in Rot. Auch ein ganz cooles Material. Und last but not least, das Filamentum ASR Traffic Black. Genau. Das alles ist in der Box drin. Und wie ich schon gesagt habe, hat das Ganze eine Bewandtnis. Dieses Objekt hier, was jetzt hier auf dem Flyer abgebildet ist, ist quasi ein Getränkeuntersetzer. Was wir in erster Linie halt die ersten drei Schichten mit dem NinjaTech gedruckt haben, damit man eine rutschfeste Unterlage hat. Dann haben wir das Silky Silver zwischendrin gedruckt, beziehungsweise ein kontrastreiches Filament entsprechend und obendrauf das Thermo-PLA. Das könnt ihr natürlich variieren, wenn ihr sagt, okay, ihr möchtet, wenn ihr eine Kaffeetasse draufstellt und das ganze Filament, das Thermofilament halt weiß wird dann, wenn es warm wird, dann könnt ihr natürlich auch den Untergrund und das Kontrastmittel halt entsprechend in schwarz drucken. Oder halt, wenn ihr sagt, okay, nee, ihr wollt nur den Kontrast sehen, wenn das Getränk noch kalt ist, dann könnt ihr halt Silber drucken. Das sind soweit die Materialien, die wir jetzt in der aktuellen Box haben. Ich packe das nochmal da zusammen. Das kommt dann immer hier entsprechend in der Box drin, mit allem drum und dran, wird dann schön gepackt und jeden Monat am 25. verschickt. Wir versuchen da auch immer entsprechend das Ganze so zu gestalten, dass es für euch interessant ist, und wir versuchen damit einfach euch die Möglichkeit zu eröffnen, mal coole neue Materialien wie das NinjaTech oder das ProLay entsprechend mal zu testen, bevor ihr eine ganze Rolle kaufen müsst. Das kann bei solchen Materialien richtig teuer werden. Und nur um dann festzustellen, okay, das Material kriege ich nicht gedruckt oder das war eine Fehlinvestition oder die Farbe gefällt mir nicht oder was weiß ich auch immer. Und dann habt ihr die Folie aufgemacht und könnt es nicht mehr zurückschicken, weil die Isolierung gebrochen ist. Genau deswegen haben wir halt entsprechend das so entwickelt, dass ihr da immer ein paar Informationen dazu bekommt, wie ihr das Ganze drucken müsst. Das steht dann auf dem Etikett entsprechend. Und es ist nicht unsere Intention, jeden, der bei uns einkauft, einfach dann über den Tisch zu ziehen. Das wollen wir nicht. Also so exorbitant sind unsere Preise nicht. Im Gegenteil, sie sind noch meistens unter denen von allen anderen im Internet, was ihr so hier in Europa bestellen könnt. Klar, es gibt immer wieder mal einen, wo das Filament dann doch nochmal eine Nummer günstiger ist oder die gerade ein Angebot haben. Aber Tenor kann man sagen, sind unsere Materialien schon recht gut kalkuliert und recht knapp kalkuliert, und wir versuchen euch damit erstmal ein bisschen zu unterstützen. Für all diejenigen, die sagen, okay, wenn ich jetzt irgendwo, was weiß ich, für 70 Euro oder sowas in Richtung Material bestelle, kriege ich immer ein, zwei Proben mit dazu. Ja, aber das ist halt dann auch mal nicht so ein NinjaTech NinjaFlex oder ein Moldflay oder ein Magic Fill Thermo PLA oder hier so ein metallhaltiges Filament. Da kriegt ihr vielleicht mal eins von denen, aber ihr kriegt nicht immer alle von denen entsprechend dann angeboten. Das ist halt dann, das muss man immer mit bedenken. Und wenn ich jetzt bei anderen Online-Shops gucke, die halt Filamente anbieten, da gibt es dann PLA-Filamente, da kostet eine Probe 3 Euro. Dann gibt es ein TPU-Filament, das kostet 4 Euro als Probe zum Beispiel. Oder PETG kostet dann auch 3,50 Euro. Und muss man sich, wenn man dann 4 Proben zusammennimmt, ist man auch bei irgendwas um die 12 Euro, 12 bis 16 Euro. Bei uns kriegt ihr die Box für 15 Euro, habt noch ein paar Aufkleber dabei, habt noch einen Flyer mit einem Beispiel-Sing dabei, die genau auf das Material passen, und noch ein bisschen Süßkram, und das Ganze kommt zu euch nach Hause. Jeden Monat ist, glaube ich, ein fairer Preis und ist, glaube ich, auch vollkommen in Ordnung. Und wir versuchen da wirklich keinen über den Tisch zu ziehen. In diesem Sinne hoffe ich, hat euch das Video gefallen. Wenn ihr auf die Form Next kommt, startet uns gerne einen Besuch ab, kommt gerne hier vorbei. Wir machen eine Aftershow-Party, den Link dazu packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Wenn ihr mit über die Form Next gehen wollt, ich hatte mit Martin Bishop aka Chris abgesprochen, dass wir uns irgendwann morgens vor der Messe treffen. Wo, steht noch nicht ganz genau fest. Guckt einfach bei ihm oder bei uns im Discord nach. Den Link dazu packe ich euch auch unten in die Videobeschreibung. Last but not least, wir haben noch einen Wettbewerb offen stehen. Für unseren Shop suchen wir noch ein Maskottchen. Wenn ihr da an dem Wettbewerb teilnehmen wollt, packe ich euch auch unten einen Link in die Videobeschreibung von den Teilnahmebedingungen. Nehmt teil, macht mit. Könnt dann 100 Euro Gutschein für unseren Online-Store gewinnen und könnt hier so coole Materialien wie das NinjaTech kaufen. Ansonsten wünsche ich euch ein druckreiches Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche. Happy Printing!